Looks like I'm getting out of this place. Kein dreieckiges Gefäß. Ich habe ein dreieckiges Gefäß gelesen. So, aber... Ach nee, hier ist nichts mehr. Okay. So, wo sind wir? Rose. Ja, jetzt haben wir den Auftrag, nach Rose zu suchen. Schon klar. Boah. Was sagt denn sonst unser... Hier können wir uns was von machen. Hier fehlen uns Chemikalien. Okay. So, könnten uns keine Mine machen. Warum eigentlich nicht? Doch, könnten wir sehr wohl. Rostige Reste haben wir ein paar. Und Metallreste auch. Also von davon können wir uns auf jeden Fall was machen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Weiß nicht. Nicht jetzt. So, das sieht aus wie eine Hängebrücke. Können wir die irgendwie runterlassen? Vielleicht von der anderen Seite. Ah, hier ist jetzt hier so eine Hütte. Vielleicht können wir uns noch unsere... so ein bisschen auffrischen hier. Ja. Ist da noch mehr? Ne, ich kann schließen. Okay. So. Ach, ein Safe Room. Okay. So, hier. Leerer Schrank. Super. Dann müssen wir einen Kurbel finden. So, was steht denn hier auf dem Brief? Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen und das Dorf. Runter ins Dorf. In das Haus mit dem roten Schornstein. Durch die Höhle, dann durch die Ruinen und das Dorf. Runter ins Dorf, meine ich. Durch die Höhle und Ruinen. Roter Schornstein. Gut, sollten wir uns merken. Okay. Dann machen wir das doch, ne? Ich glaube, ich mache noch ein Ründchen. Eine Sekunde. So, Leute, weiter geht's. Ich kann diese Taste drücken, um Notizen mehr zu schauen und so weiter. Aber das braucht man nicht. Denn unser Ziel ist ja klar. Unser Ziel lautet, diesen Schrank öffnen. Aber wir haben schon reingeguckt, bin ich relativ sicher. Wir haben uns auch diese... Nein, wir haben die Notiz angeguckt und festgestellt, dass irgendwer... genau, sie in das Haus mit dem roten Schornstein gebracht hat, dadurch so, durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Höhle, Ruinen, Dorf, roter Schornstein. Ja, das sind so die Eckpunkte, die wir uns merken müssen. Letzte Aufnahme ist bei mir jetzt eine Woche her. Kann ich aus? Ja. Jaup. So, also hier. Dimitrescu Schlüssel. Was machen wir? Ah, dreckiges Gefäß. Blumenschwertziegel ist zu dreckig, um ihn halt sehen zu können. Aha. Schatzkarte. Haben wir gefunden. Familienfoto. Aha, aha. Hier die ganzen Sachen. Irgendwas fehlt. Ja, schon klar. Die ganzen Sachen können wir hier also behalten. Kann man das untersuchen? Aha. Schwertblume. Positionieren. Zoom. Also ich bin tatsächlich ein bisschen... immer noch so ein bisschen überrascht über die... über die Auflösung. Na, ich will jetzt nicht zu viel meckern oder so. Ich finde immer noch, dass es ein starker Kontrast herrscht zwischen manchen Texturen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also es wirkte halt so ultra clean im ersten Moment. Naja, also so ein bisschen getrickst wird hier natürlich schon. Aber es ist schon in Ordnung. Alles in allem sieht das natürlich sehr gut aus. Ein schönes Spiel und es macht uns jetzt auch einen riesen Spaß, das zu spielen. Und ihr merkt ja, ich spiele das ja auch sehr langsam.
Das mache ich nicht zuletzt, weil es mir so gut gefällt und ich gerne hier die ganze Atmosphäre auch aufsaugen möchte und so viel vom Spiel mitkriegen möchte, wie geht beim ersten Durchlauf. Weil ich bin halt nicht der Typ, der Spiele 5000 Mal hintereinander spielt. Das mache ich bei halt wenigen. Ich gebe zu, die Resident Evil-Reihe bietet sich tatsächlich sehr dazu an, dass man die Spiele dort mehrmals spielt. Also nicht zuletzt, weil die darauf ausgelegt sind, mit den verschiedenen Szenarios bei den ersten Resident Evil-Teilen und so weiter und so fort. Warte, kann man hier zurück oder was ist das hier? Okay. Ach so, hier geht's durch die Höhle oder was? Okay. So. Okay. Dann checke ich ihn trotzdem. Ich hätte jetzt gedacht, dass es wieder so ein bisschen durchs Dorf geht. Aber. Rose? Ja, wir müssen zu Rose, ich weiß. Hier geht's ja nicht mehr zurück. Okay, gut. Ja gut, dann ist das halt der nächste Weg, der ansteht. Fair enough. Dann machen wir das. Boom. Irgendwie. Naja, keine Ahnung. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es extrem schwierig ist, die ganzen Gegenstände hier zu finden. Ne? Also die, weiß ich nicht. Na, hier ist anscheinend auch gar nichts. Okay. Naja. Man kann nicht so einen Fisch auch messern. Ja klar. Ah, Fisch. So, wow. So, haben wir einen Fisch. Okay, wir kommen irgendwie automatisch ins Inventar. Was haben wir denn hier eigentlich gefunden? Wir haben drei gewöhnlichen Fisch gewonnene Zutat. Tja, was wir damit wohl machen können? Naja, finden wir es raus. Und unser Inventar haben wir mittlerweile erweitert. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich höre doch wen. Ist das wieder die verrückte Hexe? Midnight moon rises on black wings, so we make this. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late. Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Chat's cakes. Wait a second. That looks familiar. Hey, wait! Ja, hier, das ist das Siegel auf dem Ding, was wir haben. Können wir das irgendwie schon einsetzen? Irgendwo? Hier liegt ein Blumenstrauß. Zwei Blumensträuße. Das Umbrella-Zeichen ist hier. Ein großer Turm. Ja, das ist ein großer. Irgendwie ein Turm. Weiß nicht so genau. Hier hat sie einen Schlüssel reingelegt. Ich hab's gesehen. Ein geflügelter Schlüssel. Ich glaube, den konnten wir auch im Dorf gebrauchen. So. So, wer wird denn hier eigentlich alles angebetet? Ist das Miranda? Na, irgendwie nicht.
Hier noch irgendwas? Das sieht ziemlich glibberig aus hier. Okay. Ich würde trotzdem gerne wissen, was wir hier machen. Kann ja, merken wir uns mal die anderen Symbole. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Hier oben haben wir noch Sonne, Mond. Hier haben wir ein Hufeisen am Pferd. Ach, hier steht es ja. Haus Heisenberg. Haus Benevento. Benevento. Haus Dimitrescu. Die haben wir schon. Und Haus Moreau. Und Heisenberg haben wir auch schon gehört, den Namen. Aha, Heisenberg ist also hier das Pferd. Hier haben wir die, wie heißt es? Die, Mermaid hier. Meerjungfrau. Rosen und Dolche und Sonne, Mond. Naja, merken wir uns das mal. Nochmal die Namen: Benevento, Moreau und Heisenberg. Okay. Da fällt mir ein, ich wollte Breaking Bad nochmal zu Ende gucken. Ich meine, ich habe es schon gemacht, aber ich habe tatsächlich vor kurzem nochmal angefangen zu gucken. Ziemlich cool. Macht doch ein zweites Mal noch Spaß. Also, was ja mittlerweile gute 10 Jahre später ist. Ich meine, die erste Staffel ist 2008 rausgekommen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich die erste Staffel geguckt habe, als sie rausgekommen ist, aber so ungefähr um den Dreh. Also mehr oder weniger. Also ich glaube, Staffel 4 und 5 waren jedenfalls noch nicht draußen, als ich mit Staffel 3 fertig war. Ah, schade. Okay, sind das die 4 Häuser? 1, 2, 3, 4. Zwischen den Häusern sind die Durchgänge. Und hier haben wir... Ach, hier sind die Gewichte. Warte mal, sind die alle gleich? Nee. Okay. Ich untersuche das später, bevor hier noch irgendwas passiert, möchte ich gucken, dass ich hier, ich glaube, hier ist der Vogel, ne? Nur ein paar Lei. Hm. Okay, haben wir noch irgendwo so eine Ziege vielleicht? Oder sonst irgendwas zum Runterschießen? Ich kann es gerade nicht erkennen. Was haben wir hier? Okay, das sieht aus wie... Was ist das? Sägewerk oder sowas? Okay. Oho. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier ist... nichts. Huh. Naja, vielleicht können wir hier schon... sowas einsetzen? Die Symbol sieht vertraut aus. Ja, tut es auch. Geflügelschüssel passt natürlich nicht. Wir haben ja noch das Schmiedschüssel. Das passt ja alles nicht. Wir haben jetzt ja noch nichts. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, was man damit machen kann. Kelch. Komm, hier wächst doch bestimmt irgendwo ein Kraut. Nicht? Na gut, dann gehen wir mal weiter. Leichen, Pflastern und dann Weg. Wow. Ah, okay. So. Das ist tatsächlich irgendwie alles sehr Resident Evil 4-esque, wenn man das so sagen kann. Also hier gibt es ja schon echt so einen gewissen
Wiedererkennungswert im Stil. Aber das ist okay. Bin echt mal gespannt, ob Ethan Winters es auch noch schafft, in weitere Teile schafft. Mia hat es irgendwie noch nicht so richtig geschafft. Also die scheint jetzt wirklich tot zu sein. Ah, guck mal, wie wir da haben. Das ist so ein bekackter Lycan. Ist auch krass, ne? Die ersten Gegner, diese Lycans da, die man, denen man da begegnet ist. Okay, alles klar. Da oben ist tatsächlich einer. Wollen wir mal schlauer als der sein? Warte mal, sind wir schlau oder fällt uns hier gleich einer auf den Kopf? Nicht wirklich. Alles klar. Holen die nochmal da runter. Oh, hier ist noch einer. Zack, in die hässliche Fresse rein. Sehr gut geklappt mit dem Überraschungseffekt. Ist ja richtig gut geklappt. Ist noch ein, sonst hat noch einer gesehen. Der hier? War da noch einer? Wo war er denn? Der da, ne? Kann man hier nicht irgendwie... wir können die Brücke hier runterlassen. Ich schätze, an dem kommen wir eh nicht vorbei. Guck mal, der sieht aus hier wie Mr. Baker. Zack, Mann. Richtig schön die Birne weggekrittet. So. Boah. Also ich muss schon wirklich sagen, die, hier ist so viel los auf dem Bildschirm, dass ich es super schwierig finde, so Goodies zu finden. Sowas, was ich gerade höre. Ich höre eins von denen da. Alles klar. Die meine ich. Ich finde es super schwierig, die zu finden. Ich bin froh, dass man sie hören kann. Aber ich befürchte, das reicht nicht aus. Und dieser Schießschacht, der ist auch so unheimlich verdächtig, dass ich meinen möchte, dass man von hier aus irgendwas Tolles noch treffen kann. Aber was? Ich weiß es nicht. Naja, lass mal das hier mal runter, sofern wir das Werkzeug dafür haben. Sieht schlecht aus. Irgendwas fehlt, naja. Boah, haben wir viele, viel Munition verbraucht. Ich überlege halt tatsächlich, ob wir... Können wir uns eigentlich leisten, ne? Zwei Schießpulver und zwei rostige Reste. Warten wir mal ab. Wir haben immer noch 19 Schuss. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir noch. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Munition. Willst du ja nicht übertreiben. So. Okay. Ist tot. Okay. Kennen wir den Ort? Also ich meine, kennen wir dieses Tor? Hey, ich wollte mal zurück. Hier war dann noch ein Gang. Okay, kann man sehen. Passt auch nicht. Wo soll ich denn wissen, welcher da reinpasst? Kann man das im Schlüsselloch irgendwie ablesen?
Lady Dimitrisk passt nicht. Aber könnte ich, wenn ich wollte, eigentlich. Positionieren. Achso, das mal positionieren. Ja gut, Lady Dimitrisk Schlüssel. Also hier mit. Ja gut, okay. Ja. Zurücksetzen. Also ich kann es nicht wegschmeißen. Und den braucht man sicherlich noch an verschiedenen Stellen. Geflügelter Schlüssel. Mit Holz. Aha. Ja. Okay. Naja, gut. Das geht nicht. Passt nicht zu dem Schloss. Na, mal gucken. Können wir uns vielleicht merken, dass das hier noch ein ungeöffnetes Schloss ist, ein kleines Geheimnis. Wäre nicht noch irgendwie so ein Nebeneingang hier? Kann man hier auf dem Wandgemälde irgendwas hinzufahren? Das ist zu verwittert. Ich finde, das Metall ist auch schwieriger zu erkennen, als man denkt. Ein bisschen Metall zum Herstellen von Sachen. Okay, ja dann. Dann kommen wir hier durch. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das kennen wir alles noch nicht. Hier, das Ding hält eine Laterne. Das ist so ein gehörnter Typ. Noch ein gehörnter Typ mit Laterne. Linke Hand, rechte Hand. Beides mal rechte Hand, meine ich natürlich. Okay. Altar. Oh, Cutscene. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. Flask seems to contain her head. No. Roses. Don't say another word. This is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Oh. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. He'll pay you if I find out this is a lie. Fucking joker. Well then, feel free to peruse. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Mal gucken, was wir ankaufen können. Kristallinen Schild ist nicht so viel wert.
Krassener Flügel schon eher. Da können wir alles verkaufen, tut der nicht weh. Kristalline Lady. Das ist halt viel wert. Lehm Dimitrescs Lippenstift und ein wertvolles. Achso, Moment. Was ich mal ausprobieren wollte. Ach, ich mach's noch nicht. Ich gehe mal kurz ins Inventar. Und schau mal, ob man hier noch irgendwas verbinden kann. Ich kann nichts verbinden hier. Das heißt, die kann ich alle verkaufen. Okay. Kann ich ja machen. Wow, 48.000, das gibt es natürlich eine Menge Auge. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline, yes. Okay. Please do take a look at my new stock. Ja, mache ich gerne. Scharfschussmunition kann ich machen. Habe ich tatsächlich noch ein paar. Rohrbomben waren nicht so schlecht. 3.000, kommt mir ein bisschen viel vor. Ich möchte nicht alles verballern. Was ist das hier? Wangenauflage. Okay. Wackeln der Waffe beim Zielen. Weiß nicht. Also richtig reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Wir könnten unser Inventar noch erweitern. 30.000 ist eine Menge Holz. Aber wir haben es relativ frisch erweitert. Rohrbomben. Ach, das ist ja ganz nett. Dann lass uns das doch machen. Haben mir gefallen. So. Ein paar Schuss habe ich halt noch. Dann gucke ich lieber mal, was ich, wie ich die Waffen verbessern kann. Ich kann für 10.000 den Wumms erweitern. Hier auch nochmal. 6.000 für die Standardwaffe. Lohnt sich das? Das ist halt so die Frage. Oder kriege ich nicht irgendwann eine bessere Knarre? Ich meine, die Sache ist die, wenn ich es nicht mache, dann riskiere ich natürlich einen hohen Munitionsverbrauch. Aber Standard von 130 auf 140 zu erweitern für 6.000 scheint mir irgendwie ziemlich teuer. Scharfschützengewehr, gut, kann man machen. Ich glaube, es gibt noch andere Waffen. Oder soll ich hier noch einen drauflegen? 14.000. Das scheint mir noch besser zu sein. Ach komm. One moment, please. Das mache ich noch. Hier bin ich sehr zögerlich. Ich warte mal ab, ob es nicht noch eine bessere Waffe gibt. Also ich glaube, es gab in jedem Resident Evil eine Magnum. Na gut, okay, Magnum hat auch sehr wenig Munition. Die Standardwaffe. Gab es in Resident Evil noch eine weitere Pistole, in 7 noch eine weitere Pistole außer dem Magnum? Ich glaube nicht. Aber hier sind noch Plätze für mindestens 3 weitere Waffen. This is all an investment. Till next we meet. Na, schon recht. Okay. So. Nummer 1. What the hell? Irgendwas Geflügeltes war es und wir haben einen geflügelten Schlüssel. Sollte eigentlich schon ein wichtiger Hinweis sein. So, da kommen wir her, nicht vergessen. Hier sieht man die Häuser. Jetzt check ich das. Da hinten geht's zum Haus Heisenberg. Hier dieser Moreau. Dimitrescu. Moreau. Ah ja, okay. Aha. Na gut.
speichere ich mal ab. Nehme ich diese Speicherstände hier. Das haben wir auf jeden Fall gerendert. So. Okay. So, da müsste der ja passen. Und zwei Flügeln. Na gut, dann nehme ich halt den Schlüssel. Das heißt, also ich muss jetzt ja ins Dorf, ne? Ich checke, versuche einfach mal zu gucken, habe ich überhaupt einen Schlüssel, mit dem ich durchkäme? Mit vier, ach so, zwei Flügel, drei Flügel, vier Flügel. Wo sehe ich das denn jetzt hier? Das hier, also wie viel sollen es gewesen sein? Hier haben wir ausgebreiteten Flügeln, hier mit vier Flügeln ornamiert. Hatte das da echt nur zwei? Das Tor hatte nur zwei. So, hier sehe ich auch vier Flügel. Na gut. Sieht auch ein bisschen unheimlich aus mit diesem Embryo. Okay. Na gut, okay. Also, wir kommen nur dadurch. Und beziehungsweise hierdurch kämen wir auch. Ich schätze später. Ich schätze, das ist was für später. Also dann, auf zum Haus mit dem roten Kamin. Ich glaube auch, ich weiß auch, welches Haus das ist. Und zwar das da. Das haben wir nämlich schon mal gesehen. Gut. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Dann lass doch mal schauen, was wir... wo wir noch hin... Also in der Kirche waren wir. Hier ist noch ein Haus. Lass uns mal dahin gehen. Okay. Das lohnt kaum. Wie viel gibt es? 460? Naja, naja, naja. So, Stronghold Mill. Also. Waren wir hier schon mal? Hier sind sechs Flügel. Sechs geflügelte. Okay, da kommen wir nicht hin. Verstehe, okay. Die Anzahl der Flügel ist wichtig. Das müssen wir uns merken, aber hier kommen wir durch. So, und jetzt wo war jetzt das Haus, das wir noch nicht ordentlich durchsucht haben? Da oben? Nee. Ach, guck mal hier. Schmiedender Schlüssel. Da kommen wir jetzt durch. Und hier, das haben wir noch nicht ordentlich durchgesucht. Halte ich ja für ein Gerücht. Also ich muss schon sagen, so manche der Gegenstände, also ich habe ja jetzt gerade dieses, das Raytracing aktiviert und das sieht schon irgendwie, also komisch aus. Also komisch, komisch. Wir waren doch hier, haben uns alles angeschaut. Ah, okay, ausgereist. Ja gut, dann haben wir die halt übersehen. Das soll mir auch recht sein. So, hier müssen wir auch nichts mehr machen. Schreibmaschinen, Speicherpunkt. Hier, wieder irgendwas Wichtiges. Ein Brunnen. Ach so, ja, in dem Brunnen, da kann man natürlich immer was machen, aber da fehlt uns noch diese Kurbel. Dann gehe ich mal lieber zurück und schau mal, ob ich hier durch dieses, durch dieses Tor kann.